gleich in das aktuelle Game reinspringen. Koppmann Wolves gegen Millennium, das wird Zucker. Das wird auf jeden Fall Zucker, Koppmann Wolves gegen Millennium. Man muss sagen, Koppmann Wolves sind jetzt momentan das Schlusslicht. Wobei man sagen muss, Gambit hat ja gerade noch ein Game verloren. Also sie sind da wirklich auf dem letzten Platz. Und ja. Millennium hat es ja gestern auch geschafft, gegen Alliance zu bestehen. Sie haben also gegen Alliance gewonnen und dementsprechend sind wir da sehr gespannt. Und wir sehen erneut einen Gragas in der Mitte. Ja, das ist halt immer so wieder die Problematik, dass der First Pick einfach Schwächen mit sich bringt. Man schnappt sich dann so starke Champions wie die Sin, das ist auch in Ordnung. Aber mittlerweile kann man sich halt wirklich viele als Second Pick mehr oder weniger wegschnappen. Plus natürlich die Counter-Möglichkeit, die gegeben ist. Und Gragas hat sich so zu so einer kleinen Lulu entwickelt, die ja auch täuscht. Man weiß nicht, wo Lulu hingeht. Geht sie Top-Lane, geht sie Mid-Lane, ist sie vielleicht doch Support? Und Gragas hat im Prinzip mittlerweile die gleiche Fähigkeit errungen, sich zu tarnen als Top-Laner, geht dann aber doch in die Mitte und mittlerweile weiß man halt, wie man mit ihm umzugehen hat. Ich denke aber, bei der aktuellen Konstellation hat er sich mit einem Midlaner oder muss sich mit einem Midlaner messen, der gar nicht den Kampf sucht. Nee, und wenn er den Kampf sucht, ist er am Anfang auf jeden Fall gar nicht zu unterschätzen, das darf man nicht vergessen. Und er kann auch sehr gut entkommen, das muss man auch so sehen. Gerade durch die Beschleunigung und auch durch die Ulti, der Wildwuchs eignet sich hervorragend dadurch. Nicht nur, dass du Leben bekommst, sondern auch die Gegner hochschlägst. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall schon sehr schwierig, da auch Lulu unter Druck zu setzen. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, Kombinationsmöglichkeiten sind auf jeden Fall da. Gerade durch Gragas und Aatrox, die harmonieren wirklich sehr gut miteinander. Und dann auch Evelynn, also da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Wobei es da auch tragische Momente gab in der RCS. Ja. Als einfach eine wunderschöne Gragas-Ulti, wo er quasi noch unberührt war, in das Team reinschmeißt, alle sich verstreuen und Evelynn niemand mit der Ultimate aufspießt. Das heißt, das Ganze muss man wirklich planen. Vielleicht einfach Evelynn sagen, komm, mach du deine Fähigkeit zuerst. Ja, das wäre auf jeden Fall kommunikationstechnisch besser, wenn man das Ganze absprechen würde. Jerry versucht da wie immer, er ist eigentlich immer super aggressiv am Anfang, versucht da so ein bisschen Wulite unter Druck zu setzen. Creaton und Wulite haben da schon ein bisschen Schaden bekommen und hier wird auch schon das Support-Item von Unlimited hier so ein bisschen eingesetzt. Er kann da auch schon ein bisschen seine Markierungen auslösen. Vielleicht macht er das clever. Er bedroht Jerry mit seinen normalen Angriffen und die Q-Fähigkeit versucht auch Creaton zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass fast immer die blaue Seite in der Lage ist, eher Druck aufzubauen. Ja, das ist auf jeden Fall am Anfang, wirkt es irgendwie so. Und man muss dazu sagen, mit Morgana, klar, du hast am Anfang diese Pfütze, die macht natürlich ein bisschen Schaden, aber da kannst du lange nicht so viel Druck aufbauen, wie alleine schon durch die Markierung von Braum. Man sieht ja schon, Unlimited macht hier wirklich sehr viel Druck. Ja, eine Fähigkeit, ein Angriff würde da reichen, um Jerry zu betäuben. Will er aber nicht zu aggressiv reingehen. Beide wirklich zeitgleich eigentlich Level 2 geworden. Cotnix hat sich den Blue Buff geschnappt. Airwax war da noch ein bisschen langsamer, ist da nicht ganz so schnell unterwegs. Und das ist ja auch der große Vorteil von Evelynn am Anfang. Ja, hat auch keine Hilfe bekommen. Das ist so die große Problematik. Das ist auf jeden Fall auch so gewesen. Ja. Man darf halt auf der Botlane nicht vernachlässigen, dass man das Level 2 zügig erreichen sollte. Sicherlich ist die Position da von Millennium etwas defensiver. Morgana kann dann halt auswählen, will ich halt eher den schwarzen Schild nehmen oder will ich eher versuchen, nochmal mit der dunklen Bindung zu arbeiten, wenn ich bereits mit der gepeinigten Erde begonnen habe. Top-Lane-Kampf wird interessant. Rennington ist nach wie vor ein absoluter Lane-Bully, ist da wirklich sehr, sehr aggressiv und auch Airwax im Jungle fühlt er sich wohl, wird es aber ein bisschen vom Curb bedroht werden. Sagt der Bauch aber forciert hier bereits den Blitz. Oh, das ist sehr schön auf jeden Fall. Dass man da auf jeden Fall schon ein bisschen Respekt hat vor dem Gragas. Unlimited kann hier immer wieder Druck ausüben mit seinem Winterbiss, natürlich auch verlangsamen. Creaton kann die Verlangsamung aufheben. Mit seinem Dash kann er da ausweichen und gleichzeitig die Verlangsamung wegreinigen. Aber es ist trotzdem nervig. Ja, er hat keinen Mana. Ja. Er investiert ja wirklich sehr, sehr viel. Wird er wieder unter Druck gesetzt. Jetzt wird das Ganze etwas schwieriger werden. Da war der schwarze Schild da. War schon mal nicht schlecht. Trotzdem eine kurze Betäubung durchgekommen. Hier auch wieder die Mobilität von Gragas nützlich. Körbitz aber in Bedrängnis. Wurde auch vom Kuh getroffen. Versucht da raus, welche Betäubung ebenfalls noch draußen. Der kassiert hier. Hätte Airwax beinahe noch mitgenommen. War eine ganz knappe Sache. Hat dann eher den Kampf gesucht. Ja, und vor allem hat man gesehen, Airwax hatte so ein bisschen Angst vor dem Vasallen. Deswegen hat er ihn schnell zerschmettert, damit er ihn nicht noch hier den letzten Stoß verpasst. Cortenix auf der Toplane. Kevin kriegt hier auf jeden Fall schon einiges Schaden an. Youngbug angerichtet, aber Cortenix kann nichts weiteres folgen lassen. Er hat keine Betäubung oder Verlangsamung. Also, ja, wenn er rangekommen wäre mit dem Red Buff, wäre es natürlich nicht schlecht gewesen. Aber mit dem Schnitt und Tritt kommst du da so leicht weg. Ja, deswegen darf man auch quasi in Renekton niemals von hingehen, weil er genau weiß, alles klar, spießt dich auf und geht dann natürlich weiter durch dich durch. Hat hier einwandfrei funktioniert.
Und das wird auch schwierig werden, weil auch gerade Young Buck ab Level 6 dann einfach nur nicht mehr gangbar ist. Und wir haben halt auch viele Renekton-Spieler gesehen, die unterschiedliche Item-Builds aufgewiesen haben. Aktuell ist es modern, mit der Klinge des gestürzten Königs an sein Tageswerk zu gehen, weil auch Renekton mit seiner Betäubung natürlich 2 bis 3 Angriffe landen kann, je nachdem wie wütend er ist. Ja, und das ist sehr schmerzhaft, gerade weil es vom aktuellen Leben ausgeht. Wenn du mit viel Leben die Betäubung folgen lässt, hast du da auf jeden Fall schon ordentlichen Schaden angerichtet. Wir sehen auch, dass Unlimited und Woolite die große Vasallenwelle hier nicht unterschätzen sollten. Die machen auch schon ordentlich Schaden. Also das sollte man auf jeden Fall nicht in Kauf nehmen, dass man hier von den Vasallen so viel Schaden bekommt. Aktuell wirkt es auch so, dass Jerry in der Lage ist, einige Situationen zu forcieren, wo die Kommandos etwas Schaden erhalten. Jetzt aber Kautert hier ein bisschen in einer unschönen Situation. Er hat noch sein Fleisch zur Verfügung, aber er ist halt mit Whimsy so schnell. Absolut kein Problem für ihn da zu bekommen, wegzukommen. Das Ding ist, die Kommandos farmen auf der Botlane um einiges besser. Ja, wir sehen auch noch ein kleines Zuschauervoting. 52% für Millennium auf jeden Fall nicht verkehrt. Airwax kann hier eventuell nochmal einen Gank landen. Schallwelle sitzt. Und die Passive ist raus. Und jetzt wird es sehr schwierig für Kevin. Na, es wird wirklich unmöglich wegzukommen. Oh, er hat den Vasallen betäubt. Airwax wäre hier beide noch gegen den Turm draufgegangen. Kotnex jetzt unterwegs. Nein, er ist nochmal hingegangen. Die Mobilität von Lee Sin wurde aber trotzdem nicht ausreichend genutzt. Schade. Knappe Sache, aber ja, Kevin hat sein Gesicht geopfert. Ja, das war natürlich ärgerlich, dass er da so schnell, so früh, vor allen Dingen noch mal erneut reingegangen ist. Kotnix war noch nicht allzu nah und dementsprechend konnte er ihm da nicht wirklich helfen. Gut, dass er sich wenigstens noch den Kill da geschnappt hat und Kevin somit auch eine Unterstützung gegeben hat. Körb kann währenddessen auch nochmal sein Fass hier in die Vasallen reinschleudern. Und man muss auch sagen, wenn es lange liegen bleibt, macht es auch extrem viel Schaden. Mehr als der alte Gragas gilt hierbei zu erwähnen. 1,2 Sekunden ist dann so die Schallmauer. Das Ding ist halt, im Kampf ist es schwierig zu erzeugen. Gegen Vasallen aber kein Problem und Kautert merkt es halt, weil Gragas ist halt super dick, dadurch auch extrem tanky und sein Durchhaltevermögen ist wesentlich besser als das von Lulu, weil er natürlich mit der Passiven ja nicht mehr über Zeit halt, sondern halt mit einem Mal und das kann auch Kämpfe entscheiden. Ja, und zumal man ja auch nicht so eine hohe Abklingzeit darauf hat, also dementsprechend ist das schon sehr gut geeignet. Young Buck hat sich hier eine Pinkboard geholt, hat also die Sicht von Kevin so ein bisschen verhindert und zerstört. Er geht auch wirklich wieder diesen komplett aggressiven Weg. Wir haben es ja schon erwähnt, Klinge des gestürzten Königs einfach momentan so stark auf Ranken. Ja, und vor allen Dingen kann er sich auch ganz gut gegen Kevin prügeln, weil es auch sein Grundschaden sehr hoch ist. Wird auch nicht verschlechtert durch die Klinge des gestürzten Königs. Jeder Schaden geht dann auf jeden Fall auf das Konto seiner Fähigkeiten und damit natürlich das Prügeln hier mit dem Aatrox. Ich will nicht sagen, kein Problem, aber er ist ein würdiger Gegner, auch ohne die Tankiness. Vor allen Dingen, wenn er noch seine Ultimate aktiviert, wird er offensichtlich nicht schwächer. Kevin sollte da vorsichtig sein. Sein Durchhaltevermögen nicht hundertprozentiger Garant, um erfolgreich zu sein. Creighton erwischt. Ich denke, er geht sogar ohne den Dash, also hebt sich das Ganze noch ein bisschen auf. Ja, will auch natürlich ein bisschen mit seinem Mana haushalten. Wir haben ja vorhin schon gemerkt, er hat schon ordentliche Mana-Kosten und dementsprechend möchte er diese auch gescheit einsetzen. Woolite und Unlimited fühlen sich aber momentan recht wohl. 64 Farm zu 42, das ist auf jeden Fall schon sehr aussagekräftig, muss man dazu sagen. Und er hat sich auch mit dem Phage ausgestattet. Das heißt, mehr Leben, mehr Mobilität und natürlich auch ein bisschen Angriffsschaden dabei. Ja, Gott, nix. Ja, er will sich natürlich hier nicht bestehlen lassen. Wäre sehr, sehr unangenehm. Sieht alles, was hier abgeht. Auch Körb eine große Bedrohung. Aber es ist passiert. Airwax konnte sich da mit dem Blue Buff ausstatten. Die dunkle Bindung ging ein Stück weit daneben. Und hier kommt man wirklich komplett konsequenzfrei raus. Schön gemacht. Also gute Rotation von Airwax. Hat auf jeden Fall nicht nur Mut bewiesen, sondern natürlich auch die entsprechende Koordination. Man muss ja auch das Zeitfenster des Gegners einplanen. Ja, das auf jeden Fall. Kevin kriegt ja auch schon ordentlich Schaden von Young Buck. Also man muss da echt aufpassen. Die Betäubung ist schon echt schmerzhaft von Renekton. Körb und Cotton X so ein bisschen auf dem Weg zum gegnerischen Blue Buff. Man möchte sich natürlich jetzt auch selber einschnappen. Aber auch Kautert wird das Ganze so ein bisschen gerochen haben. Oder Young Buck ist so ein bisschen auf dem Weg. Also man sollte jetzt auf jeden Fall sich so schnell wie möglich zurückziehen. Ja, Kotnex versucht auch keine Fähigkeiten zu benutzen. Das Prügen gegen Jamba kann effektiv sein. Man versucht ja so viel Zeit wie möglich rauszuholen. Man weiß aber nicht, dass man hier eventuell den Unterzahl ist. Riesengroßes Krokodil und Gegenkörbe wird von der Glitterlanze verlangsamt werden. Auch die sind da unterwegs. Kautert hier hart fokussiert, aber Youngbug mit der Zerschlitzung machte da guten Schaden, wird aber trotzdem verabschieden. Körper hat nun einen sehr interessanten Weg gewählt, das Fass verlangsamt. Er wurde nicht von dem Bodenschlag getroffen, kann also auch nicht verkrüppelt werden. Aber der Wagen, der rollt! Wunderschön gemacht, der von Airwax hat aber sein eigenes Leben hier geopfert. Kautert zieht dabei zu, ein bisschen aus zu kurzer Distanz, wird aber nochmal das Anzünden benutzen. Schön gemacht, also hier 2 zu 2 insgesamt getauscht.
Wornknappe Sachen, man muss jetzt aber vorsichtig sein. Sollte Kautert einmal angesprungen werden, zerreißt ihn Kevin. Ja, das soll kein Problem sein für ihn. Jambak hat aber schon Teleport zur Verfügung. Teleportiert sich auch hinter Kevin. Kevin hat zwar noch seine Passive zur Verfügung, aber es würde mich sehr wundern, wenn du ihn nicht bekommen würdest. Das wäre ärgerlich, aber... Oh, kommt er da wirklich noch weg? Nein, er hat den Port abgeworfen. Er will ja Kautert eine Falle locken. Kann ihn noch so ein bisschen anschauen. Das reicht aus. Schnappt sich da den Kill. Nun ist die Frage, wird das Krokodilo? Schnitt und Tritt wurde nicht perfekt eingesetzt. Hier dann schon mal die Passive draußen. Jetzt halt Geduld gefragt. Wo wird Kevin hinspringen? Kann er überhaupt noch mal den Sprung verwenden? Die Verlangsamung ging direkt gegen den Felsen. Kann noch mal über die Wand kommen. Aber das ist natürlich alles Zeit, die er rausholen kann. Denn Eric ist bereits unterwegs. Sieht hier alles. Kevin hier komplett gefangen. Wurde auch wieder erwischt und Shutdown. Airwax macht das nicht schlecht. Auf der Botlane ebenfalls der Kampf. Jamie wurde da komplett zerrissen. Dann natürlich die schöne Kombination. Wudert kann nochmal über die Wand entkommen. Und Codnex, du wirst betäubt werden. Die Frage ist, wie lange will Braum da kämpfen? Man limitet natürlich mit wesentlich viel Leben noch ausgestattet, wenn man es mit Wulite vergleicht. Aber sie werden gejagt werden. Wir sehen schon, dass Kirp ebenfalls noch unterwegs ist. Die beiden halten ja so gut wie es geht zusammen. Macht auch guten Schaden, aber es reicht nicht. Kirp da unterwegs noch. Unlimited prügelt da sein Fass rein. Geht hier noch den Kill an Creighton ab und man gleicht es immer wieder aus. Meine Güte, überall kommt es zu kleinen Kämpfen und vor allen Dingen auch sehr gut, dass beide Teams momentan gleich auf sind mit den Kills. Das also nicht verkehrt. Und man muss auch sagen, dass wirklich die Kills auch auf den, ja, also kann man sagen, richtigen Zielen lagern. Also Creighton hat sich da den Kill geschnappt. Hier sehen wir nochmal eine kleine Wiederholung, wie Jerry denn da gestorben ist. Wir sehen ja, dass Unlimited, der Winterbiss sitzt da natürlich, weil Kyre sehr gut geeignet, weicht hier sogar der Bindung aus. Und da ist der Schaden natürlich viel zu groß. Unlimited musste sich diesen sogar holen, weil Wulite in dem Moment betäubt war. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr gut. Schon, dass Kevin sich hier mit den Wards prügelt. Ist ein bisschen unangenehm, kommt aber noch raus. Tempest wurde da nicht gesprochen. Jetzt aber Codnex wieder vor Ort. Kann er mit der Ultimate gleich so ein Airbags, der kassiert hier ohne Ende. Kann zwar noch treten ohne Ende. Reicht aber nicht. Die Markierung landet da, aber es ist quasi von einer Leiche gesprochen worden. Schön gemacht. Codnex ist echt immer da, wo Betrieb ist. Ja, und das macht er genau richtig. 2-1-4 momentan für ihn. Also bei lediglich einem Kill war er nicht dabei. Und das auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir können auch sehen, dass man so langsam auch schon ein bisschen an Items kommt. Und wir sehen bei Gragas ein etwas anderen Item-Bild. Er hat sich den Kelch gekauft, also wird mit hoher Wahrscheinlichkeit hier auf Athens unheiligen Gral gehen. Ja, Youngbuck in einer unschönen Position. Hat auch noch nicht die Tankiness. Versucht natürlich mit dem Entermesser zu arbeiten, aber da das Flash garantiert auch keine Ultimate. Man wagt aber nicht, den Turm zu unterlaufen. Youngbuck da nochmal sicher hier in einer wunderschönen Position. Ärgerlich aber für ihn, weil eventuell für Kevin die Möglichkeit gegeben ist, gemeinsam mit Codnex den Turm abzureißen. Ja, man kann auf jeden Fall da sehr aggressiv spielen, aber auch der Botlane-Turm ist nicht mehr allzu kräftig. Ganz schön wenig Leben am Start. Winterbiss ging so ein bisschen daneben. Bindung konnte auch nicht ganz... Oh, konnte doch sogar gelandet werden. Auf Wulite wurde da noch ein bisschen festgehalten, aber da möchte man noch nicht weiter reingehen. Und Codnex ist immer noch auf der Toplane. Also Youngbuck, du musst auf jeden Fall aufpassen. Aber doch gut hochgeworfen werden, das war's. Das ging wirklich verdammt schnell. Hat er seinen Dominus noch nicht zur Verfügung, konnte sich nicht vergrößern. Hat er sehr einfach gemacht. Und Millennium kann halt wieder immer wieder mit den Kopfmalwurfs nachziehen. Ihnen fehlt zwar am Farm und wir dürfen echt nicht Wulite mit Creighton vergleichen. Das ist wirklich absurd. Ja, also das sind wirklich ordentliche Unterschiede, die da zu bemerken sind. Aber man muss auch sagen, sobald Corki seine stärkere Einigkeit hat, wird er auch noch um einiges kräftiger sein. Und Kopfmalwurfs machen das sehr gut. Sie haben den Toplane-Turm verloren und haben sich jetzt dafür entschieden, einfach hier den Drache zu erledigen. Oh, das Teleport kommt natürlich viel zu spät. Kevin bricht das Ganze sogar nicht mal ab. Oh, das war natürlich ärgerlich. Ja, man hat jetzt auch gesehen, Kirp hätte die Möglichkeit, mit dem Bauchhammer zu initiieren und anschließend das Fass reinzuwerfen, um Distanz halt insgesamt zu überwinden. Aber man muss halt schauen, dass das die Teams, die da auch folgen. Und wie gesagt, die Botlane von Millennium war noch relativ weit entfernt. Also das Ganze entspannt. Das Einzige, wo Millennium halt bezogen auf die Botlane glänzt, ist halt, dass sie einen Kill mehr haben. Also dahingehend können sie da ein bisschen vom Gold her nachziehen. Aber es ist halt... Glanz und Phage sind um einiges stärker als das Entermesser. Und das weiß, denke ich, Creighton hält sich da auch zurück. Und gerade Braum hat halt wirklich gute Verteidigungsmechaniken, wo auch der hohe Grundschaden von Morgana leider nicht rankommt, weil sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit es nicht schaffen, Wulite zu betäuben. Nein, das ist auf jeden Fall sehr schwer, muss man dazu sagen. Und Airwax kümmert sich hier nochmal um eine Ward. Wulite und Unlimited machen wirklich momentan alles richtig. Aber Wulite auch immer diese echt gute Konstante bei den Korbmagen. Wulite hat eigentlich fast jedes Spiel immer seine Lane im Griff und kann da auf jeden Fall sehr gut spielen. Und er ist auch nicht mehr allzu weit entfernt von der Stärke 3 Einigkeit. Ja, und sobald er diesen Gegenstand hat, dann wird es wirklich sehr schmerzhaft. Wie gesagt, die aktuellen Teil-Items erfüllen ja schon den Hauptzweck der Stärke an sich. Natürlich der kritische Schaden hier nicht garantiert, aber glaubt mir, es wird in geringer Zeit kommen. Das Spiel selber beruhigt sich so ein Stück weit. Wie gesagt, meistens versuchen sich die Teams eher um die größeren Objekte zu kümmern. Dass man auf der Top-Lane bemerken kann, dass ein Renekton seinen Turm eher verliert, ist relativ selten. Er macht sich auch vom Farm her besser. Also Youngbuck
eigentlich fast immer bei den Kopenhagen-Wolves die Konstante auf der Top-Lane. Ja, auf der Top-Lane auf jeden Fall, da ist er sehr gut dabei. Man muss auch dazu sagen, dass er echt oft von Cotton X besucht wurde, also da hat man auf jeden Fall schon Fokus auf Young Buck gelegt, aber momentan kann sich Kevin da noch nicht so gut behaupten, also liegt da vom Farm her noch um einiges zurück, aber die 3 Kills und die 3 Assists sind da natürlich auch ordentlich viel Gold wert. Cotton X wieder auf dem Weg zur Toplane. Ja, den absoluten Hass gegen Jagger muss aber vorsichtig sein. Sicherlich kann man den Kampf hier öffnen. Er hat es aber riesengroß und schon wieder ist da einfach nur Lee Sin fort. Kann hier den Kevin wegdrehen, aber parallel zu Cotton X weiß ich mit den Hate Spikes seid ihr auch nicht aus und Kevin überlebt das Ganze sogar noch. Da wirklich die Lebensregeneration mehr als günstig und normalerweise gewinnt man Countergangs. Hier hat es nicht funktioniert. Ja, hier hat es nicht ganz geklappt. Gerade durch die Passive von Kevin. Unlimited hat er kurz überlegt, ob er da nochmal hinterhergehen soll. Creaton hat natürlich auch immer noch die Mobilität durch seine Zauberkörb. Macht auch schon ein bisschen Schaden, aber es reicht momentan einfach noch nicht aus. Oh, man nutzt aber hier die Mobilität von Cortnex aus. Er wieder vor Ort. Das Fass wunderbar gemacht. Kann ihn sogar nochmal ordentlich ins Gesicht trauen. Und das war's. Wunderschön hier mit dem Fass. Den Rücken von Lulu aufgespießt. Er geht doch hier wirklich, wie du es bereits erwähnt hast, das sehr klassische Bild mit dem unheiligen Gral. Ja, das haben wir noch gar nicht gesehen bei Gragas. Eigentlich immer den Stab der Zeitalter. Aber du hast natürlich auch sehr geringe Abklingszeiten dann, weil du einfach 20% Abklingszeitreduzierung bekommst. Und den Schaden darf man echt nicht unterschätzen. Also das schon definitiv sehr hoch. Und Airwax versucht das Ganze hier nochmal so ein bisschen zu verteidigen. Schnappt sich dann noch einige Vasallen. Denn Kautert ist ja nicht am Start. Also das Gold will man sich auf jeden Fall sichern. Man merkt ja auch schon, dass immer wieder auch die Botlane von den Kopenhagen-Wolves, ja wie gesagt, vom Farm überlegen ist. Und sie trauen sich auch einiges. Also sie pushen weit raus, sind eigentlich in einer relativ gefährdeten Zone, versuchen das mit viel Sicht zu kompensieren. Auch die Mobilität natürlich von dem Corki und dem Braum relativ hoch. Corki kann wegspringen mit der Valkyrie, Braum kann hinterher und somit natürlich die Situation ein kleines bisschen entspannter, sollte man bedroht werden. Millennium muss aber vorsichtig sein. Sie holen gerade viel über die Top-Lane und über den Jungle raus. Cotton X macht da eine gute Aufgabe, man versucht da Young Buck zu unterdrücken. Was man noch an den aktuellen Statistiken sehen kann, das gleiche gilt auch für die Sinne. Stirbt halt super häufig. Ja, das ist halt nicht so optimal, muss man dazu sagen. Und man versucht sich hier so ein bisschen in der Mitte zu versammeln. Cotton X kümmert sich währenddessen nochmal um die Geister. Fast kommt hier rein, Unlimited kann natürlich... Oh, der hat Körper aber sehr defensiv seine Ulti benutzt. Bin mir nicht sicher, ob er da die eventuell auch... ein bisschen fehlplatziert hat. Aber die Gegner wurden erstmal so ein bisschen beiseite geschoben. Und Airwax kann sich hier nochmal um eine Pink Ward kümmern. Ja, das Spiel verlangsamt sich wieder so ein bisschen. In 2 Minuten ist der Drache wieder da. Und da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr aufbringen müssen, um sich diesen zu sichern. Ja, und man merkt aber trotzdem, dass die Kopenhagen-Wolves da weiter Druck macht. Für sie eine gute Position. Wenn sie an den ersten Tower die Vasallen drücken können, haben sie nicht nur eine gute Sicht, sondern sind auch in der Lage, so ein bisschen von dem Drachen wegzuhalten. Das war nicht schlecht gemacht mit der dummen Linie. Kautert muss sich da sofort vergrößern. Kassiert aber Schaden ohne Ende. Das gleiche gilt aber für Jerry. Er war derjenige, der den Turm getankt hat. Würde sie auch von Airwax totgetreten werden. Also 1:1 hier in dem Sinne Tausch, oh, Körb markiert, oh, kann nochmal wunderschön von der Schallwelle wegkommen. Auch die Gletscherspalte sorgt dafür, dass man so ein kleines bisschen Platz verliert. Körb natürlich sehr mobil, versucht immer wieder was zu trinken, um sich mit der Passive zu halten. Sucht aber den direkten Kampf, wurde eventuell noch, nein, wurde aber geheilt werden. Richtig gut von Creighton, ganz, ganz knappe Sache. Passiv hat ihn am Leben gehalten und natürlich noch der hier von Creighton. Dass er da reingeht, super frech. Ja, dass er da reingeht. Vor allen Dingen, er betäubt ja den Gegner, macht sehr viel Schaden, kann seine Passive auslösen. Und dass Creighton ihn dann noch heilt, wow, das ist super schön gemacht. Aber was ist mit dem Gold los? 13:7 und trotzdem haben die Kopenhagen-Wolves genauso viel Gold. Richtig großer Anteil hat daran Wuleit. 182 ist einfach extrem überlegen, jeder anderen Lane, jedem anderen Spieler. Aber er ist auch nicht im Spiel. Er ist quasi so ein bisschen wie die Top-Lane 001. Hier nach 18 Minuten, wenn man bedenkt, wie viel das schon 20 Kills an sich gefallen sind, ist natürlich seine Beteiligung gering, aber er nutzt die Zeit aus. Er pusht so gut wie es geht, holt sich dann entsprechend in Form und ist jetzt aktuell auch effektiver als Creighton, muss man sagen. Ja, also da macht er wirklich einen guten Job. Aber man muss dazu sagen, wenn man, klar, das Gold, der Goldvorteil ist natürlich nicht schlecht, aber wenn man in den Kämpfen sich sicher fühlt und da auch stärker dabei ist einfach, dann kann man auch später einfach viel aggressiver in die Kämpfe reingehen. Und Kerb und Jerry müssen natürlich hier aufpassen, werden hier aufgedeckt. Oh, wir sehen schon, dass der Airwax super den Kampf sucht. Ist auch riesengroß, natürlich nicht schlecht, um den Schaden zu kompensieren. Aber Unlimited auch mit dem Schild wunderbar dabei. Der tritt direkt in Kerb sein Gesicht. Er kommt aber wieder weg. Dieser Gragas hält zu viel aus. Auch die Fässer stellen natürlich einen nervigen Faktor dar. Millennium könnte jetzt einfach rausgehen, ohne hier irgendwie behandelt zu werden. Creighton geht zwar hier vom Schaden noch sehr gut. Der Drache hat natürlich aber ein attraktives Ziel. Beide wollen ihn haben. Und aktuell hat Kopenhagen-Wolves vom Leben her besser dabei.
Ja, Wulat hat auch noch volles Leben. Körb bekommt schon richtig viel Schaden. Wow, da musst du auf jeden Fall erstmal verschwinden. Airwax und Kautert kümmern sich währenddessen schon mal um den Drachen. Wulat kann da also einige Leute beschäftigen. Aber wir sehen auch schon, dass Millennium da auf dem Weg ist. Aber Körb ist nicht da. Er hat viel zu wenig Leben. Naja, versucht es aber trotzdem. Einige Fässer landen hier mehr oder weniger rein. Und jetzt sucht natürlich Kevin den Kampf. Kann sich da eventuell um Unlimited kümmern. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Auch Creighton sucht hier nochmal das Weite. Codenex wird hier gemeinsam nochmal mit Jerry verlangsamt werden. Und jetzt holt man sich bei der Seite von Wurst und einen nach dem anderen. Kevin zwar mit der Passe immer. Da will man nicht wieder gewonnen werden. Kommt eventuell mit dem Sprung noch raus. Aber Youngbug sofort hinterher. Und man merkt auch schon, dass da Airwax hier seine Schallwellen trifft. Schön gemacht und mit dem Drachen nach dem Aslot. Ja, und man hat dann wieder einiges an Gold gesammelt und das war nicht so schlau von Millennium. Da haben sie wirklich sich sehr überschätzt, dass sie da noch reingehen. Vor dem Körb hatte viel zu wenig Leben. Er hat auch seine Ulti zur Verfügung. Wir sehen jetzt nochmal eine kleine Wiederholung. Also man sieht ja Körb und Corten X schon sehr wenig Leben. Klar, Kevin kann hier reinspringen, auch Unlimited bekommt sehr viel Schaden, aber dieser Youngbug, er kann hier ohne Probleme so viel Schaden machen und Körb wird hier einfach nebenbei von Wulat erledigt. Die Raketen machen natürlich auch schon dementsprechend sehr viel Schaden und ja, dass Youngbug da noch flashen muss, ist natürlich ein bisschen bitter, aber für einen Ass macht man das gerne. Ja, vor allen Dingen war da sogar noch die Rakete hinterher. Also man hat viele Optionen gehabt, um sich hier diesen Spieler zu entledigen. Klappt sehr gut. Was man aktuell sehen kann, ist, dass aus dem Gleichstand wirklich eine Führung für die Copenhagen Wolves entstanden sind. Sicher hat Millennium von den Champions ja besser gekämpft, aber ihr Farmnachteil wird ihnen jetzt richtig bewusst. Die Effektivität von Creighton ist um einiges geringer. Kauter hat jetzt fast direkt auf die Mütze bekommen. Turm wird man, denke ich, vernichten. Ja, und es wird halt schwierig werden. Wenn Millennium gemeinsam kämpft, sind sie gerade ein Stück weit schwächer? Aufgrund der Tatsache, dass sobald Wulite gut steht, es Riesenprobleme gibt. Und Kauter hat vor allen Dingen jemanden, wo er sich freut, die Ultimate drauf zu sprechen. Entweder Youngbug, weil er extrem gut das alle durchschreddert, oder einfach Wulite, damit er länger überlebt. Ja, und vorher hat er auch abartig viel Gold gesammelt. Er hat auch schon ein Item mehr als Creighton. Und vor allem die Klinge der Unendlichkeit unterstützt ja auch den ganzen Schaden von Corki. Nicht nur durch seine Passive, mit dem er absoluten Schaden macht, sondern natürlich auch, wenn du eine Fähigkeit benutzt, machst du ja mehr Schaden mit dem nächsten Angriff durch die Stärke der Dranigkeit. Und wenn dieser Schaden natürlich, wenn du da noch crittest und diese echt starken Crits raushaust, dann machst du so abartig viel Schaden. Richtig, da muss man halt entsprechend vorsichtig sein auf der Seite von Millennium. Sind sie natürlich der Tatsache bewusst, und die Problematik bei denen ist, es ist halt relativ schwierig, Wulite zu erwischen. Sie haben jetzt außerhalb von Jerry keine Form, ihn lange unter Druck zu setzen. Sicherlich kann Körb ihn mit dem Fass bewerfen, ein bisschen in eine ungünstige Position bringen, aber Wulite kann mit der Valkyrie bei Bedarf raus, müsste, wenn dann von Kevin abgebrochen werden, in der Luft. Das ist schwer zu planen, weil natürlich auch Kevin sehr lange braucht. Wenig Leben hat, kann er wenigstens noch mit den Raketen reinsteuern. Ja, und die machen ja auch gar nicht mal so wenig Schaden. Man sieht das hier an Creighton. Also gerade diese große Rakete macht schon einiges an Schaden und dementsprechend muss man da echt aufpassen und es wird ja auch nicht besser. Also Wulite wird immer wieder weiterfahren. Man sieht, er hat einfach 70, 78 Farm mehr als Creighton. Das darf niemals passieren. Ja, richtig. Codenex da dabei mit den Linsen hier, um für gute Sicht zu sorgen. Das Spiel immer außerhalb der Drachenkämpfe natürlich sehr, sehr beruhigt. Beide Teams versuchen da hier vom Farm her nachzuziehen. Und da kommt keiner an Wulite dran. 234 in der 23 Minute, das ist hier Reckless-Niveau. Und er muss das natürlich so gut wie es geht noch beibehalten, weil sein Team kann ihn da auf jeden Fall zum Sieg tragen. Man merkt doch dann wieder die Effektivität von Lulu. Und aktuell scheint doch, Körb macht seine Sache gut, seien wir ehrlich. Aber er kann noch nicht die Effektivität von Gragas ausspielen, so wie wir das in den letzten Spielen beobachten konnten. Ah, wir sehen auch, dass man sich hier mit 4 Mann auf die Top-Lane begeben hat. Youngbug ist da so ein bisschen das Frontschwein, kann sich auf jeden Fall um die Vasallen erstmal kümmern. Und ja, man möchte erstmal den ersten Turm hier wenigstens erledigen und das sollte auch gar kein Problem sein. Ja, kriegen sie definitiv hin, können dann hier vom Goldvorteil noch ein bisschen weiterziehen und vor allem sogar den Kurs beibehalten. Also man merkt es so, dass Kauter nicht in der Nähe ist, eher in der Lage, um sich selbst zu kümmern, sollte eher in irgendeiner Form bedroht werden. Und man traut sich aktuell den Kampf nicht hin. Das ist halt so ein Punkt, der natürlich Millennium ein bisschen unangenehm ist, weil die Eröffnungsmöglichkeiten halt mit Körb nicht schlecht sind, bezogen auf das Fass, aber es muss super gut gelandet werden. Oh, Valkyrie wurde hier schon benutzt und jetzt kommt es zu einem größeren Kampf. Oh, schön gemacht, das Codenex alle mit der Ultimate Griffe. Wulite hat sich sofort verabschiedet und damit ist der ganze Goldhaushalt zusammengebrochen. Man versucht sich hier um Jerry noch zu kümmern. Muss ich da zurück? Die dunkle Bindung sitzt schon mal nicht. Auch Airwax kassiert hier ordentlich. Das war wirklich gut gemacht an Jerry. Hängt jetzt hier sehr, sehr viel. 2-1 getauscht, ist schon mal nicht schlecht. Und Kopfmann-Buffs haben bemerkt, Wulite, bitte, stell dich ordentlich hin.
Ja, vor allem hat gesehen, wenn die Valkyrie erstmal raus ist, hast du ja auch nichts. Aber wirklich, wie nervig diese Glitterlanze ist. Hier sehen wir nochmal eine kleine Wiederholung. Kotnix kommt da von hinten, wird natürlich vor aufgedeckt. Super schöne Umarmung der Qual. Einfach auf drei zielen, kriegt er einen unglaublich hohen Schild. Qualheit wird innerhalb von einer Sekunde erledigt. Auch Kotnix kann sich da nicht lange halten. Unlimited platzt einfach nebenbei. Und ja, die Bindung auf Kautert war sehr schön. Und jetzt sieht man einfach, wie nervig Lulu ist. Diese Glitterlanze verlangsamt einfach drei Leute. Ja, das war wirklich wunderbar und natürlich dann noch nicht die Möglichkeit gegeben, weiter hinterher zu jagen. Sicherlich hat Körb da einige Mobilitätssprüche dabei, aber die Verlangsamung mit dem Fass ist auch nicht überragend. Sicherlich 50% sind attraktiv, aber man merkt ja schon, dass Kautert gut gegenarbeiten kann. Also, Millennium noch nicht verloren. Sie können kämpfen, müssen natürlich auch die Kämpfe dann aktiv suchen und möglichst gut bestreiten, weil sie haben jetzt von der Eröffnung her alles richtig gemacht. Cortex hat sich angeschlichen und auf alle die Ultimate bekommen. Ja, das war auf jeden Fall vollkommen richtig. Und jetzt möchte man sich eventuell hier um den Turm auf der Botlane kümmern. Jerry hat halt so die Pink Ward entdeckt, schnappt sich diese auch, obwohl Cortex auch in der Nähe war, hat sich also da die 30 Gold gemopst. Und Airwax und auch Kautert verteidigen das Ganze so ein bisschen. Aber ja, es ist wie du gesagt hast, also das ganze Gold oder der Großteil des Goldes lagert natürlich so ein bisschen auf Kautert, auf Woolite, weil er einfach viel mehr Farm hat als Creighton. Und wenn man ihn sofort rausnehmen kann, dann hat man so den stärksten Spieler direkt zerstört. Und dann wird es natürlich sehr schwierig für die Koppenangwurfs. Einzige Problem, was Millennium hat trotzdem noch hat, dass die Koppenangwurfs selbst sehr mobil sind. Also sie dann einzuholen, ist definitiv nicht einfach, geben sich da natürlich größte Mühe. 20 Sekunden ist der Drache wieder da. Koppenangwurfs haben sich dann schon eine gute Position gesichert. Sie werden zwar gesehen, aber man merkt, Kevin ist noch relativ weit weg, sollte also seinen Teleport, wenn dann, zügig benutzen. Man kann es ja auch so ein bisschen als Überraschungseffekt einsetzen. Und Cortex, man weiß nicht, wo er ist. Er kann also wieder mit der Ultimate eröffnen, die ihm ja auch einen mächtigen Schild verleiht. Und die Leute wollen ihn verprügeln. Klappt aber nicht, weil er so viel aushält. Ja, das ist momentan auf jeden Fall noch sehr schwierig. Cortex wartet hier so ein bisschen im Busch, möchte natürlich wieder von hinten flankieren, um dann halt eine sehr schöne Ulti zu landen auf mehreren Zielen, um einfach ein sehr hohes Schild zu bekommen. Teleport kommt hier rein, Cortex geht auch sehr aggressiv rein. Na, kann hier Woolite schon mal ganz gut verlangsamen. Das Indermain geht es hier durch. Cortex muss sich zurückziehen, weil Airwix natürlich austeilt ohne Ende. Auch Jamie mit den Betäubungen dabei, die braunen Ultimate. Hat nicht allzu viele Leute getroffen, Creighton in einer guten Position, kann da auf jeden Fall gut reinsteuern. Unlimited verabschiedet. Das gleiche könnte es eventuell für Kautert ergeben. Er ist auf jeden Fall verlangsamt. Jerry muss schauen, dass er die nächste Bindung volle Wucht trifft, egal eigentlich welches Ziel, und er landet nicht. Ärgerlich für ihn. Kautert kommt dann nochmal weg, aber trotzdem drei Leute vernichtet plus den Drachen. Auch sehr schön reagiert von Kevin. Er hat sofort Woolite hochgeschlagen und wow, Kautert, du bist da viel zu nah dran. Kann aber nochmal entkommen. Man merkt ja auch, dass er halt mit den ganzen Lanzen wirklich viel Schaden macht, sobald er da mehrere spricht. Hat auch so noch seine Ultimate zur Verfügung gehabt. Ärgerlich natürlich. Youngbug hier damit beschäftigt, den Turm einzureißen mit der Klinge des gestürzten Königs. Geht das, aber er sollte das weiter suchen. Ganz knapp hier die dunkle Bindung verfehlt. Man merkt es nicht, aber an Jerrys Bindung hängt halt übel viel. Ja, da muss man auf jeden Fall wirklich drauf setzen, dass er da die Bindung an den Mann bringt. Aber es ist wirklich, man kann nicht sagen, wer hat hier wirklich die Nase von 19 zu 13 für Millennium von den Kills, der natürlich vom Vorteil. Aber Koppenmagenwurfs machen das wirklich sehr gut, wenn es darum geht, die Objekte für sich zu sichern. Hier sehen wir nochmal eine kleine Wiederholung. Teleport kommt rein. Die Umarmung der Qual sitzt auf zwei Leuten, gibt natürlich nicht ganz so ein hohes Schild. Airwax kann hier schon ein bisschen Schaden machen. Cortex muss sofort rausflashen. Unlimited kann hier auch einen hochschlagen. Und jetzt sieht man einfach den Schaden. Und jetzt achte mal auf Kevin. Er springt sofort auf Woolite und haut ihn einfach sofort weg. Schade, dass Jerry da Kautert nicht mehr festhalten konnte mit der dunklen Bindung. Diese ging wirklich sehr knapp daneben. Man muss ja dazu sagen, dass keiner Creighton gefokust hat. Er hat seine Heilung benutzt, um sich neu zu positionieren, beziehungsweise Teammitglieder zu retten. Hat ja auch funktioniert, keiner ist gestorben. Und das Ding ist, wenn man auch eh nicht funktioniert, macht er heilt ja nicht. Ne? Er ist jetzt Woolite unterlegen, seien wir ehrlich. Die Gegenstände, die Woolite mitbringt, sind um einiges teurer. Aber die von Creighton sind effektiv. Er hat zwei aktive. Der kann damit halt, er hat quasi zwei Fähigkeiten mehr, die einerseits Angriffsgeschwindigkeit erhöhen oder halt die Gegner aussaugen. Und das ist nützlich. Und er nutzt das Ganze so gut, wie es geht, halt aus. Muss auch in dem Sinne nicht beschützt werden, wenn das eigene Team so aggressiv ist. Ja, das ist auf jeden Fall vollkommen richtig. Und ja, man sieht auf jeden Fall, dass sich das Spiel wieder so ein bisschen verlangsamt. Man setzt eher ein bisschen auf den Farm. Und momentan, also man kommt an Woolite einfach nicht ran. Also der hat 285 Farm in der 28 Minute, wirklich fast perfekt. Natürlich kann man da noch ein bisschen mehr rausholen. Aber wenn man es vergleicht mit Creighton, dann ist es wirklich schon brachial, was er da gefarmt hat. 90 Vasallen fast mehr gefarmt und ja, das ist halt echt übel schlimm. Das ist unangenehm. Also der große Vorteil ist, dass Körb halt
in dem Sinne mitmacht und auch seine Effektivität stark vom Gold abhängt. Sicherlich ist es bei Kauter das gleiche, aber er ist halt eher defensiver Natur und bei Körb verlangt man halt mehr Schaden, weil die Skalierung nicht so gut ist. Wieder Connect, gut dabei, kann ja einige Leute verlangsamen, zieht sich zurück. Unlimited kann mit dem Schild gut verteidigen und jetzt Youngbug mitten im Kampf, muss aber aufpassen. Ist zwar riesengroß kassiert, aber trotzdem Schaden ohne Ende. Körb in keiner guten Position, teilt aber noch aus, ist Golden in der allerletzten Sekunde, trotzdem keine schöne Position. Von ihm wird er von der Glitterlanze erledigt werden, auch Connect mittendrin, muss daraus, schafft es aber nicht. Man kann hier einen nach dem anderen von Millennium abholen. Creighton stand zwar ganz gut, aber der Schaden reichte nicht aus. Ja, vor allem Triple Kill für Kauter. Das wird ihn auf jeden Fall gefreut haben. Sehr viel Gold. Und eventuell kann man sich hier sogar um den Baron kümmern. Man hat ja noch alle wichtigen Teammitglieder dabei. Der Jungler von Millennium ist tot. Kortenix kann also da nicht mehr unterstützen. Und auch ich glaube auch nicht, dass Creighton mit dem Mana-Haushalt, den er nur noch zur Verfügung hat, wird er da nichts mehr machen können. Nein, vor allen Dingen wird er von allen Seiten gesehen. Die Mobilität halt bei den Kopfmann-Moves relativ groß. Also Eryx könnte seine Schallwelle treffen und jeder könnte ihn daher. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Kauter natürlich eher mit der Glitterlanze. Wenn er den Schild verteilt, braucht man auch nicht. Ja, hier wurde ganz entspannt der Baron erledigt. Ja, Creighton hat nochmal versucht, den vielleicht nochmal zu klauen. Das wäre natürlich super episch gewesen, wenn er da den gemobst hätte, aber es hat nicht ganz geklappt und also man muss sagen, obwohl Millennium mehr Kills hat, fühlen sich die Korbmagen-Moves in den Kämpfen so gut, weil sie einfach Youngbug springt rein, er kriegt den Wildwuchs von der Lulu drauf, er macht selber sehr viel Schaden und wenn man halt Woolite nicht rausnehmen kann, dann hat man echt Probleme. Ja, der Schredder da rein, vor allem wieder auch schön gemacht von Unlimited. Er stellt sich gefühlt vor das ganze Team und Youngbug erfüllt seine Rolle. Er geht da rein, ist in allen Leuten drin. Kauter hat die Option, okay, gehe ich eher defensiv oder nutze ich meine Ultimate offensiv? Und hier war es keine Frage. Solange Youngbug lebt und mit der Ultimate natürlich in allen drin steht, macht er super viel magischen Schaden. Unter anderem schlitzt die Leute natürlich mit seinem Q auf und es ist ja auch so ein Gesetz. Als AD-Carry musst du alles beschießen, was direkt vor dir ist. Ja, du kannst wirklich nicht in die hinteren Ziele reinrennen. Klar, das sind die weicheren Ziele, aber du bist ja selber weich. Yeah. Und wenn du da reinspringst, dann bist du einfach innerhalb von einer Sekunde ausgelöscht. Das haben wir ja schon in einigen Teamfights gesehen. Und dementsprechend das Erste, was dir vor die Linse läuft, das haust du auch kaputt. Oder schießt du kaputt in dem Fall. Und dementsprechend hat Woolite ja auch eine gute Möglichkeit mit seiner Passiven halt. Er macht auch absoluten Schaden immer mal wieder. Klar, der Wert ist nicht hoch. 10% von seinem gesamten Angriffsschaden. Aber es ist halt trotzdem immer noch eine kleine Bonusquelle. Es ist halt Bonus, das ist das ja. Ding. Es ist quasi nicht ein Teil davon, sondern man erhält es zusätzlich. Und das ist halt in dem Sinne einzigartig. Kotnex da wieder am Flankieren. Das ist so die einzige Methode, die gerade Millennium sieht. Müssen sich aber auch einem Team gegenüberstellen, das einfach über den Baron-Buff verfügt. Der Einzige, der es vielleicht hat, ist jetzt Unlimited, ist aber gar nicht so tragisch, denke ich, für ihn. Alle Ultimates stehen zur Verfügung. Den Turm will man hier auf jeden Fall angreifen. Natürlich auch Connex wieder zurückgezogen. Man darf hier den Kampf nicht wagen. Nee, man muss auf jeden Fall zurück. Gerade jetzt, wo die Schallwelle gelandet wurde von Airwax, muss man da sich ein bisschen zurückziehen. Jerry, oh, er wollte eventuell rüber. Man hat es gesehen, er kam kurz angeflogen, aber hat sich dann sofort zurückbegeben. Kann hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen für Stress sorgen. Kotnix wieder versucht er zu flankieren. Ja, man hofft quasi, dass die Kopfmann-Moves reingehen, anschließend natürlich Kotnix sich von hinten anschleicht und mit der Qual da gut arbeitet. Aber das glaube ich nicht. Die Kopfmann-Moves haben eine schöne Position. Sie haben Goldvorteil. Sie haben natürlich jetzt auch schon sehr, sehr viele Türme eingerissen. Weiterer Turmverlust ist für Millennium eine einzige Katastrophe. Und Unlimited auch in der Lage, hier auf jeden Fall mit dem Schild da gut zu glänzen. Das sieht er mir, geht da rein und er hält schon einiges an Schaden. Das ist in Ordnung. Kann sich aber dann trotzdem relativ gut gegen Hayden. Jerry kassiert ja eine Schallwelle nach der anderen. Ja, und vor allem auch die Raketen tun natürlich auch schon ein bisschen weh. Gerade wenn da so eine große angeflogen kommt. Die macht schon ordentlichen Schaden. Immer mal wieder wird Unlimited die abgestellt, um halt ein bisschen paar Schüsse vom Turm abzufangen. Aber man hat halt einfach diese riesige Regeneration durch den Baron-Buff und die hat noch nicht mal Unlimited. Kotnex steht sich hier die Beine in den Bauch. Jetzt kann er aber dazukommen. Schöne gemacht von Körb, macht auch guten Schaden. Jetzt der Kotnex zur Verfügung. Aber gegen den Baron-Buff zu kämpfen ist super unangenehm, wie schnell er bitte gefallen ist. Damit hat man nicht gerechnet. Damit also wichtiger Spieler verloren gegangen. Vielleicht nicht zur Verteidigung, aber definitiv zum Angriff. Man hat hier die Spieler ein bisschen HP verlieren lassen. Jetzt aber hier volle Wucht. Der Airwechsel drin. Muss hier die Sehnenfesseln abbekommen. Wird aber nicht betäubt werden. Jerry da nicht schnell genug. Der Turm mittlerweile komplett draufgegangen. Auch Woolite versucht ja mit der Gatling zu arbeiten. Und das war halt extrem sauber. Gegen den Baron Buff kämpfen, das geht nicht. Nee, das kannst du nicht machen. Du hast einfach zu hohe Regenerationswerte. Und das war wirklich sehr naiv. Kotnix hat ja schon ein sehr hohes Schild bekommen, aber man hat gesehen, wie schnell er stirbt. Körb und Jerry sind da noch so ein bisschen auf dem Weg, aber die Glitterlanze verlangsamt dich wirklich so stark, dass du da gar nicht mehr hinterherkommst. Eventuell will man sich hier noch um den Drachen kümmern, aber auch Körb möchte diesen natürlich für sich und sein Team sichern.
Ja, eventuell kann man hier nochmal reingehen. Airwax ist auf jeden Fall sehr aggressiv. Jerry frisst auch wirklich hier die Schallwellen, eine nach der anderen. Man muss sich jetzt beeilen auf der Seite von Millennium, wenn er noch was vom Drachen abhaben will. Weil man wird bedenken, oder man muss bedenken, dass die Supervasallen in geraumer Zeit auf der Toplane da sein werden. Also diese so gut wie es geht noch eindrücken. Man muss halt jemanden abstellen. Und das kostet Zeit, kostet natürlich dann entsprechende Spieler. Und aktuell auch in dieser Position, die können da nicht kämpfen, sie sind schwächer. Jerry muss es auch gut gehen, damit er hier seine Rolle erfüllen kann. Und man sieht ja schon, Commonwealth fangen jetzt langsam aber an zu snowboarden. Ja, vor allen Dingen, Millennium hat jetzt nichts gemacht. Sie haben auf der Toplane in die Mitte verloren. Das heißt, da werden jetzt auch Vasallen langsam in die Basis reinstürmen. Und jetzt natürlich die Möglichkeit wieder für die Commonwealth. Sie werden sich jetzt zurückbegeben, werden sich ein oder zwei Items kaufen. Und ja, es wird immer schwieriger für Millennium, hier zurückzukommen. Ja, müssen natürlich schauen, dass sie da ein bestimmtes Fenster finden. Man konnte sie bemerken, dass ja auch zum Beispiel Alliance in der Lage war, zurückzukommen. Hatten aber auch eine etwas andere Konstellation. Gerade Yasuo neigte dazu, nicht nur Initialschaden rauszudrücken, sondern auch entsprechend Konstanten. Und an den Konstanten fehlt es etwas. Sicherlich kann Kevin diese Rolle einnehmen. Seine Angriffe heilen nicht, tun definitiv weh. Und auch Kotnex sollte da nicht vernachlässigt werden, was seine Hate Spikes angeht. Aber es sieht nicht gut aus. Alleine schon, wie man sich hier gegen die Supervasallen verteidigen muss, es tut einfach nur weh, wenn man zuschaut. Ja, und zumal es auch nicht mehr lange ist, bis der Baron wieder da ist, knapp 2 Minuten, dann kann man sich auch um den wieder kümmern. Toplane pusht weiterhin einfach permanent rein. Kautat hat sich hier nochmal den Blue Buff geschnappt. Und jetzt will man mit hoher Wahrscheinlichkeit hier mit 5 Leuten die nächste Lane rein pushen. Ja, der Blue Buff ist schon weg, Braum. Da brauchst du auf jeden Fall nicht mehr vorbeischauen. Pinkboard wird hier nochmal so ein bisschen erledigt. Na, man sieht auch, dass man überhaupt keinen Splitpush oder sowas in Erwägung zieht. Also man könnte vielleicht noch jemanden in die Mitte abstellen, aktuell aber nicht vonnöten. Das heißt, hier versucht natürlich Wuda halt auch mit der Phosphorbombe so gut es geht zu arbeiten. Zack, versucht er auch die Vasallen in Massen zu erledigen. Kommt jetzt hier nach oben dazu und das ist halt so krass. Millennium ist von den Kills ja vorne, aber das nützt halt gar nichts, wenn einem so viele Türme fehlen. Und natürlich auch gegen Ende die Drachen, die ja auch später mehr Gold insgesamt bringen. Turm muss jetzt hier sicher belagert werden, weil Kyure bereits draußen, also hier ein gewisses Zeitfenster geöffnet. Ja, man will auf jeden Fall jetzt den zweiten Turm belagern. Vor allen Dingen, es ist einfach der längste Weg von dem Top-Lane zur Bottom-Lane. Das heißt, da möchte man das auf jeden Fall ausnutzen und dementsprechend Millennium auch unter Druck setzen, dass sie halt wirklich so weit wie möglich laufen müssen, um halt ihre Basis zu verteidigen. Ja, da wurde nochmal ein bisschen von dem Fass weggesprungen, aber die Abklingzeit ist halt so gering. Ja, der Schaden auch. Airwax hat fast nichts abbekommen. Also Curb muss natürlich jetzt mit den relativ schwachen AP-Ratios mehr oder weniger klarkommen, die Braum auch, aber auch Gragas mitbringt. Das heißt, hier die Verteidigungsposition in dem Sinne schon mal nicht schlecht, aber sie wagen halt die leichten Rotationen. Sie gehen jetzt hier als nächstes zu dem Baron. Ein bisschen früh da, muss ich sagen. Also 20 Sekunden haben sie definitiv deutsche Pünktlichkeit bewiesen. Und jetzt hat die Frage, ob Millennium darauf reagiert, weil die müssen nach wie vor Leute abstellen. Ja, aber sie müssen auch langsam jemanden hinstellen. Wow, Airwax, da hast du auf jeden Fall nicht gut auf den Timer geachtet, denn der Baron wird natürlich noch lange nicht da sein. Ein paar Sekunden sind noch auf der Uhr. Ja, man, Wulat geht sehr weit raus, also du solltest hier auf jeden Fall aufpassen. Man versucht, die Gegner so ein bisschen in die Zange zu nehmen. Oh, Wulat hier ein Stück weit im Bedrängnis, hält aber auch einiges aus. Das Fass bringt ihn wieder aber zu seinen eigenen Teammitgliedern. Somit die Leute wieder gut hochgeworfen durch die Braum-Multi mit Wulat immer noch riesengroß am Leben. Kann er mit der Gatling reinschauen, vielleicht im letzten Augenblick raus. Ach, man konnte ihn zwar abholen, aber zu was für einem Preis. 5 Leute haben sich verabschiedet, auch Kautert überlebt das Ganze geschmeidig. Oder nicht? Doch, er überlebt es. Ja, das war natürlich jetzt das Ende für Millennium. Das werden sie nicht verteidigen können, das sehen sie auch ein. Und da kommt sogar nochmal der Teleport von Young Buck. 50 Sekunden, ja 30 Sekunden sogar nur, bis Kotnix wieder da ist. Aber das kann man niemals verteidigen gegen 5 Leute oder 4 Leute. Lediglich Wulight hat sich hier verabschiedet. Das war natürlich super bitter, man hat Wulight fokussieren können. Aber du hast es erwähnt, das Fass hat ihn direkt zu seinen Teammitgliedern befördert. Und dann noch der Wildwuchs auf den Kopf. Da hast du natürlich auch als Corki so viel Leben. Da kannst du nichts gegen machen und das, obwohl sie nur ein Kill vorne liegen, haben sie hier mit ohne Probleme eigentlich schon das Game beendet. Das gesamte Gold war dann, man merkt ja auch, in der europäischen LCS kann jeder jeden besiegen. Kopfmann-Wurfs hatten ihre Schwächen gehabt, Millennium dagegen ihre Stärken, konnten zum Beispiel Alliance abreißen und das sagt hier nichts aus. Mit dem neuen Meta muss man erstmal umgehen können und man merkt auch, Gragas ist ein Pick, der sehr stark ist, aber kein Free-Win. Vor allen Dingen Kopfmann Wolves kommen so langsam wieder aus dem Loch raus. Also gestern schon gewonnen. Und zwar gegen Gambit Gaming. Klar, jetzt nicht so aussagekräftig. Die haben ja viele Spiele in letzter Zeit verloren. Aber gegen Millennium zu gewinnen, ist schon echt ein starkes Stück, muss man sagen. Sie sind ja momentan auch unglaublich stark. Ja. Hat man ja auch gesehen von den Kills her. Machen sie da wirklich einen guten Job. Aber ja, es ist sehr schwierig. Wulat setzt auch immer seinen Hut auf, wenn er gewinnt. Das muss man dazu sagen. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und
Ja, ich muss sagen, Wulite ist einfach ein so guter ADC. Der spielt immer mit Bravour einfach.